Wie ist es denn um Ihren Schlaf bestellt, liebe Zuschauer? Herzlich willkommen zu unserem Format Erfahrungsmedizin. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich möchte Sie jetzt nicht in den Schlaf singen oder wiegen, sondern ich möchte mit Ihnen oder möchte Sie einladen auf ein Gespräch zu gutem und zu erholsamen Schlaf. Denn es ist tatsächlich ja so, dass in unserer Gesellschaft das Thema Schlaf immer problematischer wird. Die Menschen haben Durchschlafstörungen, haben Einschlafstörungen und man hat das Problem, morgens erschöpft wach zu werden. Und das ist keine gute Voraussetzung für einen wirklich guten Tag. Und wir schauen jetzt mal, ob es Lösungen gibt, wie wir das verbessern können. Also bleiben Sie dran, nicht einschlafen. Wir starten gleich. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Ich begrüße auf der einen Seite Ronald Iverson. Du bist Experte für Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Und auf der anderen Seite Ralf Langner, mhm, der Gründer und Inhaber von T-Tech GmbH. Mhm. Ihr beiden habt eine enge Zusammenarbeit. Mhm. Du bist Mr. Astaxanthin, habe ich schon gehört. Mhm. Du darfst, das muss dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, habe ich schon mir auch sagen lassen. Der Titel ist berechtigt. Und ja, herzlich willkommen. Schön, dass du uns oder dass ihr beide euch uns mit eurem Fachwissen, eurer mit Expertise zur Verfügung steht. Ich habe schon eingeleitet, es geht um das Thema Schlafen, hm, und ein wirklich präsentes Thema. Habe auch manchmal Nächte, wo ich dann Schwierigkeiten habe, einzuschlafen. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen und würde irgendwo in den Arzneimittelschrank greifen und mir irgendein Schlafmedikament aussuchen, ganz einfach, weil Medikamente viel zu viele Nebenwirkungen haben, die ich nicht haben möchte und womit ich meinen Körper nicht belasten möchte. Ihr habt einen anderen Weg gefunden, den Körper dabei zu unterstützen, ein gutes Einschlafen zu erreichen, eine gute Tiefschlafphase zu erreichen. Aber das erzählt ihr uns jetzt gleich noch ausführlich. Wo darf ich denn anfangen? Ich überlege gerade. Darf ich bei dir anfangen? Gerne, ja. Freue mich, hier zu sein, Alexander. Entschuldigung, ich habe euch noch gar keine Gelegenheit gegeben. Also, ihr habt Melatonin-Bonbons entwickelt. Mhm. Erstmal die Frage, was bei mir auch im Vorfeld schon zu einem Aha-Effekt geführt hat, warum denn Bonbons und warum nicht irgendwelche Kapseln oder Pillen oder dergleichen? Also, wir haben das ja schon mal in einem anderen Film mal dargestellt, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Ja. Oder möchtest du wiederholen? Ja. Okay. Also gut, wir haben im Mund, wir haben sehr viele Rezeptoren, also wahrnehmende Zellen, die sozusagen mit dem gesamten Organismus über viele verschiedene Regelkreise verbunden sind. Und das bedeutet, wir können, wenn wir Stoffe, die normalerweise nicht so leicht aufnehmbar sind, wie zum Beispiel Melatonin, wenn man da die Kapsel nimmt, das wirkt bei mir überhaupt nicht. Oder zu viel oder... Genau. 20 Stunden später. Genau, oder sehr viel später. Oder du hast auch von dem Spray gesprochen. Das hat auch nicht gewirkt bei mir. Das war ein Abklatsch, war ein bisschen. Aber spannend ist, dass über diese Rezeptoren im Mund, wenn der Stoff wasserlöslich ist, den man da über das Bonbon sozusagen hineinnimmt, dass der sehr, sehr schnell wirkt. Und bei Melatonin-Bonbons ist es so, dass es innerhalb von 3 bis 5 Minuten wirklich Wirkung zeigt. Da war ich sehr von überrascht. Aber vielleicht sollte man mal überlegen, wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen? Ja. Ich meine, du bist sowieso ein Produktgenie. Du erfindest auch viele Sachen mit mir zusammen. Ja, sehr gerne. Wir haben halt mit Astaxanthin zusammengearbeitet. Genau, haben wir angefangen. Und derzeit kam dann halt auch es bietet sich halt an, wenn man solche Bonbons macht, wo fettlösliche Stoffe drin sind, dass die über die Schleimhäute rüberkommen, wie bei jeder genussvollen Mahlzeit. Das heißt, wenn du kennst das Gefühl, du sitzt in einem guten Restaurant und du genießt wirklich mit vollen Zügen das Essen und diese Vitalstoffe, die dann reinkommen, werden einfach besser wahrgenommen. Das Gefühl nach einem guten Restaurant ist einfach tatsächlich befriedigend. Genau. Ne? Und diesen Effekt wollten wir eigentlich nutzen, dass wir Lebensmittel machen, die tatsächlich das lebendig rüberbringen, dass der Körper sieht und fühlt, was da ankommt. Es geht ja auch beim Essen, wenn wir da sind, es geht ja auch darum, möglichst lange zu kauen, damit wir das gut einspeicheln können. Ich behaupte, der Genuss ist wichtig.
Bitte entschuldigen Sie ganz herzlich diese kurze Unterbrechung, aber bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal hier unten. Das dient nicht nur uns zur weiteren Verbreitung dieser Sendung, sondern wir können damit ganz, ganz vielen Menschen mehr Hoffnung schenken. Danke ganz herzlich und weiterhin viel Spaß mit der Sendung. Auf Wiedersehen. Der Genuss, wo der Körper sagt, ah, jetzt kommt das in dem Wahr, und dann kann er tatsächlich in der Galle und in der Leber vorbereiten, dass die Säfte beginnen zu fließen, mhm, beim Anfang, genau, vom Genuss. Ja. Oh, jetzt kommt was Fettlipophiles, und das kann ich vorbereiten, um dann unten in der Galle dann diese Sphären zu bilden, um diese fettlöslichen Moleküle zu transportieren. Bei wasserlöslichen Vitaminen ist das alles nicht so ein Problem, wenn ich Tabletten nehme, aber bei fettlöslichen brauche ich tatsächlich, dass der Körper das mithilft. Und das Problem, der Punkt ist bei uns, wir haben halt einen Weg gefunden, das wieder mal eine Mahlzeit zu machen, wirklich zu kauen, bewusst langsam zu lutschen und es hier schon rüber zu bringen und dann unten auch schon vorbereiten, dass es unten wasserlöslicher ist. Und das hilft dem Körper halt. Und es ist halt schnell, und es ist nicht bis zum nächsten Nachhang, bis zum nächsten Mittag, dass man noch müde ist, wie es bei Tabletten halt passiert schon, genau, mal, wenn die sich langsam lösen. Wie kamen wir auf die Idee? Also bei mir war es so, dass ich, wenn ich es erzählen darf. Ja, bitte, unbedingt. Hat ja immer einen Grund. Also wir sind nicht die, die dann da sitzen und sagen, womit können wir das größte Geschäft machen? Nein, es entsteht aus einem Bedürfnis heraus. Ja? Und das war bei mir während der C-Zeit, die wir jetzt gerade alle durchgemacht haben. Und ich fühlte mich in der C-Zeit wirklich Dinge erinnert, die meine Eltern mir erzählt haben. Und ich habe das wirklich wiedererkannt, was hier passiert war sozusagen. Die haben erzählt, wie es früher halt mal war, während einer bestimmten Zeit. Mhm. Und es hat mich sehr deprimiert und hat mir auch wirklich Schlafstörungen gemacht. Nicht, weil ich Angst hatte, sondern ich hatte eigentlich nur Angst um meine Kinder eigentlich. Nach dem Motto, okay, ich bin jetzt alt genug, irgendwann werde ich weg sein, aber die müssen noch leben in dieser Welt. Das hat mich beängstigt und hat mir totale Schlafstörungen gemacht. Und dann habe ich den Ralf angerufen und habe gesagt, hey, bitte machen wir mal Melatonin-Bonbons. Mhm. Erinnerst du dich noch? Ja, ja, genau. Genau. Wir produzieren ja schon mit allen möglichen Stoffen, aber eben halt auch mit Melatonin. Das hat sich super, genau, angeboten. Genau. Und dann hat er mir die geschickt und ich habe dann angefangen, erstmal, weil ich war noch unsicher, ich wusste ja selber nicht, wie das wirkt, erstmal ein halbes gelutscht, dann wieder rausgelegt, am nächsten Tag ein ganzes gelutscht und dann bin ich schon tiefer gekommen. Dann habe ich zwei genommen und dann habe ich schon tiefer geschlafen. Aber es fehlte mir noch irgendetwas. Mhm. Und dann habe ich zufällig mit der damaligen Sales and Marketing Direktorin von der israelischen Astaxanthin-Farm gesprochen. Und sie sagte mir, dass sie eine Forschung gemacht haben, dass Astaxanthin tatsächlich zu Tiefschlaf führt, wenn man es in der richtigen Dosis einnimmt. Mhm. Und dann hat sie mir empfohlen, ich soll doch einfach zu diesen Melatonin noch diese Astaxanthin-Bonbons dazu nehmen. Und das war ein tolles Experiment. Ich habe dann zwei Melatonin-Bonbons und zwei Astaxanthin-Bonbons genommen. Und ich bin schnell eingeschlafen. Das Astaxanthin wirkt sowieso versetzt, also stört mich nicht beim Einschlafen. Und ich habe eine Tiefschlafphase erlebt, die ich lange nicht hatte. Und vor allem, ich habe wieder geträumt. Das war so genial, ja. Ich habe so farbig geträumt, also richtig gut. Und morgens wusch aus dem Bett raus, voller Energie, also nicht benebelt oder so. Also ja? Keine Albträume. Keine Albträume. Nein, farbig und gut, ja. Also es war richtig stimulierend. Es war wirklich gut, ja. Es gibt sogar etliche, die das gerne deswegen nehmen, genau, um halt aktiver zu träumen. Genau. Und am Anfang verschenken wir dann immer die Produkte an Testpersonen und die haben dann auch solche Erfahrungen gemacht und so haben wir das dann einfach entwickelt und haben das dann auf den Markt gebracht. Und ich muss sagen, auch ein sehr gelungenes Bonbon, Melatonin-Bonbon. Die Kombination ist halt toll mit seinem Astaxanthin, die wir da zusätzlich nehmen können. Und das Schöne ist, Melatonin, wissen nicht viele, ist evolutionär. Also im Laufe der Millionen von Jahren war Melatonin kein Schlafhormon. Sondern es war ein Stoff, mit dem der Körper sich nachts regenerierte. Es war 70 mal stärker Antioxidant als Vitamin E. Also ein unglaublich starker Antioxidant, und darüber regeneriert der Körper dann viele biochemische Prozesse über die Nacht. Das ist ein Erholungsmolekül eigentlich. Und irgendwann ist es dann halt auch das schlafanstoßende Hormon geworden, vor was weiß ich wie vielen Millionen Jahren. Aber die Rolle ist eigentlich eine Antioxidanz, die uns nachts hilft zu regenerieren. Da wäre doch klar, warum, wenn Leute, die abends Melatonin nehmen, tatsächlich seltener Infekterkrankungen haben. Mhm. Und zwar dramatisch jetzt in der, wo du sagst, die C-Zeit, 40% weniger. Wie kann das sein? Was ein Schlafstoff sowas macht. Und es ist so, wir nachts erholen wir uns gegen die Angriffe des nächsten Tages. Wenn wir schlafen können. Genau. Ja, wenn wir schlafen können, ja. Genau. Ja. Genau. Ja.
Im Schlaf, also das habe ich mal gelernt, im Schlaf geschieht die Zellregeneration doppelt so schnell. Und wenn ich jetzt eben nicht gesund bin beispielsweise, dann ist es ja umso wichtiger, dass ich gut schlafe. Ja. Und gerade jetzt nach dieser Zeit, viele können nur noch 3 oder 4 Stunden schlafen. Das ist zwar schon ganz gut, damit kann man durchwegs leben, aber es ist nicht wirklich regenerativ. Ja. Und diesen Tiefschlaf zu erreichen, das schaffen die wenigsten. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich wirklich, also das ist ja, der Stoff Melatonin ist ja nicht was, was nur im Gehirn wirkt, sondern es wirkt wirklich im ganzen System. Es fährt dein System runter, damit du wirklich eine Erholung bekommst, eine Ruhepause für alle Zellen. Und dass die Stoffwechselvorgänge runterfahren können, der Stress verarbeitet werden kann über Träume und so weiter. Das ist ein sehr wichtiger Stoff. Als Tipp noch, wir haben ja so einen Rezeptor im Auge bei uns. Dieser Rezeptor nimmt wahr, wie viel Licht hier ist, ob Tag oder Nacht ist. Und wenn wir abends im Schlafzimmer liegen, ist toll, Melatonin zu nehmen, ist super, ist Luxus. Einfach der Körper weiß sofort, jetzt ist Feierabend. Nur wenn da irgendwo noch die kleinste Pilotlampe von einem Fernseher oder also Gott weiß, was im Raum ist, also von einem Handy und es leuchtet ein kleines Ding, wird das Melatonin nicht produziert. Das heißt, es macht Sinn, dass man nachts absolut dunkel schläft. Und das heißt tatsächlich die Rollos runterlassen, dass kein Licht reinkommt. Dann produziert der Körper auch dann ab der bestimmten Menge, wenn wir ihn reingebracht haben in den Schlaf, auch selber weiter Melatonin. Wenn dann noch eine Lichtquelle ist, produziert er nicht die Nacht durch das Melatonin. Weil Melatonin wirkt gar nicht so lange. Das ist eine Stunde. Dann sind noch 10% da, noch eine Stunde ist noch 1% da und noch eine Stunde ist alles eigentlich weg. Der Körper kann das aber. Wir liefern ja nur den Anstoß zum Schlafen mit diesem Bonbon und dann kann der Körper selber machen. Also unbedingt im Dunkeln schlafen. Das macht ganz viel aus. Ich finde extrem wichtig, solche Tipps. Nicht nur zu sagen, hier, nimm das Produkt und fertig. Sondern das ist eine super allgemeine Hilfe. Keine Pilotlampe, am besten auch keine elektrischen Geräte, aber wichtig ist überall, wo Licht herkommt. Was meinst du mit Pilotlampe? Ja, so diese kleinen Lämpchen, die Standby-Lampe oder wie? Die Standby-Lampen, die es überall in ganz vielen Geräten gibt. Oder Handys, die auch nur blinken regelmäßig. Das Ding nimmt das wahr. Sehr sensibel dafür im Auge. Und das ist immer schön, wenn man... Auch wenn wir die Augen zu haben. Ja, auch wenn wir die Augen zu haben. Tatsächlich. Ja. Okay, also Rollläden runter. Hochsensibler Rezeptor, der guckt, jetzt ist Tag und jetzt ist Nacht. Sinn. Sieht man das vielleicht mit dem dritten Auge dann? Das macht schon. Da ist schon ein Punkt tatsächlich drin. Wie ist es denn, weil wir haben ja auch in unserer Gesellschaft mittlerweile ist ja so, kommt ja immer mehr diese Mentalität, 24 Stunden, 7 Tage die Woche am besten soll alles erreichbar sein und alles überall einkaufen können und so weiter und so fort. Wir haben viele Menschen, die arbeiten im Schichtbetrieb. Wie ist es denn für die Menschen, die haben ja erschwerte Umstände, weil ständig muss sich der Körper wieder umstellen auf einen neuen Rhythmus. Und für die wäre das ja dann auch eine sehr gute Option, oder? Es hilft beim Eintakten quasi. Es ist der Taktgeber für Tag und Nacht. Ja. Ist natürlich ein bisschen verrückt, wenn man jetzt jede halbe Woche so einen Wechsel machen würde, nicht gut. Aber so einmal in der Woche kann man mit diesem Takt dann schon direkt wieder wechseln von Tag zur Nachtschicht. Ne? Das hilft schon auf jeden Fall. Und wie ist es denn mit Jetlag? Ja, dafür ist es ja eigentlich, sind ja die Aussagen auch zugelassen, dass es dabei hilft, wenn jemand Jetlag hat, der kommt aus Amerika zurück und muss dann alleine schlafen können, dann hilft das enorm. Das ist auch, diskutiert auch niemand mehr drüber. Das kann das Melatonin. Das Ding darf ja Gott sei Dank heute auch wieder Ja, aber stehen. Eben ein Melatonin, wo der Wirkstoff also wirklich ankommt, ne? Gerade besprochen haben. Pünktlich ankommt, Aber dadurch ist auch bekannt geworden, durch den Jetlag, ne? Ja, durch den Jetlag ist es eigentlich bekannt geworden. Die Piloten, die es mitgebracht haben, die dann hierher geflogen sind und die High Society, die dann Melatonin genommen hat. Und hier in Europa ist es ja gerade erstmal tatsächlich als Produkt wirklich angekommen. Das Verrückte ist, wir sind ja ein bisschen Entwicklungsland für Nahrungsergänzungen. Deutschland. Ja, ist leider so. Aber das, was du sagst, diese ständige Aufregung, dieses ständige Muss, dieses ständige Ziele erreichen sollen und müssen, ist natürlich etwas, was das System hochfährt, was dann dauernd in der Anspannung hält. Ja, du bist ständig im Sympathikus. Ja, genau. Und der Vagusnerv, der uns entspannt, der wird ja für andere Dinge auch noch gebraucht, damit man da überhaupt funktioniert, in vielen anderen Dingen noch. Und deshalb funktioniert es auch oft nicht. Ja. Und sich in diesen Vagus hineinzubringen, also in diese Ruhephase oder ein bisschen was davon anzutriggern, hilft es sogar, wenn man tagsüber in einer großen Stresssituation ist, mal nur so ein Melatonin-Bonbon in den Mund zu nehmen. So habe ich das zwischendurch gemacht. Das geht auch. Und die Hälfte wieder zurückzutun in eine kleine Box. Und es fährt dann ein bisschen runter. Das ist ja ziemlich schnell wahrnehmbar. Schnell wahrnehmbar, ja. Man kommt aus diesem
aus diesem Stress raus, dass die Gedanken nicht mehr aufhören und all die Sachen. Ja. Denn die Belastung ist einfach so hoch geworden. Auch diese vielen Informationen in allen möglichen Medien und so weiter, das ist tödlich. Reizüberflutung. Ja, genau. Genau. Und die Bildschirme. Wenn der Geist nicht in der Ruhe ist, wie soll dann der Körper zur Ruhe kommen? So ist es ja. Ja. Jetzt ist ja diese Schlaflosigkeit auch schon bei den Kindern angekommen. Und eben, es gibt ja Melatoninprodukte auch für Kinder. Ich bin da immer ganz vorsichtig, weil ich bin immer der Meinung, dass Kinder sollten sich am besten an der Realität kalibrieren und nicht an einer Realität mit zusätzlichen künstlichen Hilfen. Genau. Das haben wir auch draufgelassen auf der Verpackung, weil ich möchte nicht, dass das Eltern das benutzen, um ihre Kinder ruhig zu stellen, damit sie dann hops, Papa, nachts einschlafen. Genau das müssen sie in der Kindheit lernen. Einschlafen zu können. Genau. Und nicht nur schon mit der Schubse, weil du lernst nicht, wenn du reingeschoben bist. Der Erwachsene, der kann sich das leisten. Aber also meine Haltung. Wir haben es ja gerade bei Kindern, dass die teilweise nur einschlafen, wenn ein bisschen Licht irgendwo brennt. Nicht? Da ist ja, stimmt. Genau. Das ist ein Thema. Deswegen schlafen die nicht so gut ein. Genau. Das hängt dann auch damit zusammen, dass sie auch ein bisschen Angst entwickeln manchmal, wenn kein Licht hinbrennt. Ja. Schwierige Frage. Ist eine Lernphase. Ich glaube, dass dieses Kalibrieren ist extrem wichtig, dem Kind dafür auch Zeit zu lassen. Es muss ja nicht so eine Pilotlampe im Zimmer hängen. Das ist genau möglichst. Also was ich gemerkt habe, dass das Salzlampen wirklich hilfreich sind. Das ist irgendwie ein anderes Licht. Ja. Und da lege ich dann auch noch irgendwas drüber, nochmal ein Tuch. Dann ist das Licht noch mal gedämpfter und da kann meine Kleine ganz gut einschlafen. So ein kleiner phosphoreszierender Mond, der ohnehin nach 20 Minuten dunkel wird. Mhm. Also da gibt es schon Unterschiede zwischen diesen Licht. Ja, absolut, absolut. Das blaue Licht ist das Problem. Ja, ja, klar. Also, aber weil du vorhin sagtest, eben das Standby-Licht am Fernsehen auch schon. Ja. Und also jeder, man sollte ganz dunkel schlafen, das haben wir ja jetzt eben dann wieder revidiert. Die Kinder von selber, Kinder, wenn sie jetzt Kinder brauchen, wenn Kinder nicht anders schlafen können. Genau, dass halt runterfährt dann die Lampe nachher von selber oder eben nicht mehr leuchtet von selbst. Ich glaube aber auch, dass Kinder noch wirklich anders produzieren als wir Erwachsene. Absolut. Da ist genau das ein bisschen mehr in Balance. Das lernen die dann tatsächlich. Ne? Und, also ich denke manchmal, vielleicht ist es eben einfach auch wirklich das, dass man, was du ja auch sagtest, ne, Kind sollte das auf natürliche Art und Weise lernen und ich denke, es ist manchmal einfach das, dass wir uns zu wenig Zeit nehmen dann für unsere Kinder. Ja. Und das ist anstrengend. Ich meine, in dem Stress heute, Mütter sind auch genervt, die wollen mal ihre freie Zeit haben, logischerweise. Ja. Die Väter auch, ich habe zwei zu Hause. Okay, ja. Ich zwei Väter? Nein, zwei Kinder. Zwei Väter, wäre das dann noch anstrengend. Meine viereinhalbjährige Tochter, die brauchen auch ein bisschen Einschlafhilfe manchmal und dann legt man sich halt dazu und lässt es einfach für sich auch schon als Entspannung wirken. Mhm. Und wenn die schläft, steht man halt wieder auf. Und wie gesagt, diese Salzlampe, die noch ein bisschen bedeckt ist, macht ein sehr schönes Licht. Ja. Vor allem, dass diese Strahlung nicht direkt rüberkommt, dass es indirekt ist, dass diese Salzlampe nach hinten strahlt, wenn sie hier liegt oder so, dass über die Reflexion im Zimmer. Mhm. Aber so ein Standby-Licht ist ja wirklich stechend, schon mal gesehen. Ja, das ist ja richtig. Ja, das stimmt. Ja, es ist schon ein bisschen komisch. Was mir generell wichtig war, was in allen Bonbons, die wir machen, verwenden als Basis drin, ist grüner Tee. Mhm. Und zwar der Auszug aus dem grünen Tee, nicht mit dem Koffein, sondern tatsächlich so, wie das in Asien auch gemacht wird, der Jade-Tee, den man eiskaltes Wasser durch Tee durchtropfen lässt. Mhm. Und das ist in allen Bonbons drin, weil wir einfach gemerkt haben, das hilft, also dafür sind sie ursprünglich, habe ich sie erfunden, dass mit tagsüber hilft, nicht so aus dem Häuschen zu geraten, als hochenergetisches Frettchen, denn das kann nicht. Und mir hat es extrem geholfen. Ne? Also manche geben dann ja irgendwelche Labels heute, was das ist, wenn jemand so aktiv ist. Mhm. Ich sag mal lebendig, aber mir hat es extrem geholfen, in der schweren Zeit mich da einzukalibrieren, mit Stress am Tag klarzukommen und am Tag auch im Alpha-Zustand besser unterwegs zu sein. Und deswegen haben wir es in allen Bonbons drin gelassen, obwohl uns das eigentlich ein Heidengeld kostet. Wenn wir fragen, warum kostet das sowas? Ein bisschen mehr. Ich habe diesen Stoff in allen Bonbons drin gelassen, weil es einfach dieses Feedback der Kunden, der Menschen, die das sagen, ist einfach, das hilft den ganzen Tag über und nicht nur mal eben nachts oder nicht mal dazu oder dazu. Das ist auch in allen Astaxanthin-Bonbons mit drin. Aber, ganz wichtig. Aber das ist auch das, was sozusagen auch aufs gesamte System wirkt. Ja? Weil absolut. Das ist auch der Vagus, der irgendwie auch in der Balance gehalten wird, zum Parasympathikus und so. Ja.
Ja. Es dämpft nicht, es bringt nur bis zur Mitte. Nicht, dass er einer eine Illusion macht, er könnte sich da irgendwie, und wenn er schon ruhig ist, mit runterdämpfen, das funktioniert nicht. Mhm. Aber wenn er zu aufgeregt ist, kann er auf seinen Mittelpunkt zurückkommen. Mehr nicht. Genau. Das finde ich ganz wichtig. Also es geht um Balance. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Jetzt muss ich trotzdem nochmal Kinder ansprechen, wenn du erlaubst. Du hast gerade eben von dir als hochenergetisches Frettchen gesprochen. Ja, meine Kinder sind und auch so. Einen Begriff, den man dafür dann eben verwendet. Mhm. Also sprechen wir mal von ADS oder ADHS oder sowas. Ist denn in solchen Fällen, macht der Stoff dann oder machen die Bonbons denn da dann Sinn? Wären die da eine Hilfe für die Kinder? Wenn sie denn so halt ist, dass sie nachts nicht zur Ruhe, überhaupt nicht zur Ruhe kommen. Ja, auch am Tag nicht. Also ich würde es für besser finden als Ritalin. Ich halte mich ganz fern von diesen Aussagen. Einfach probiert es einfach mal euch selber aus, was diese Bonbons mit euch machen. Ja. Und dann beurteilt einfach selber, ich kann nicht hingehen, dass es für diese. Nein, ist schon klar. Ja. Aber ich stell die Frage einfach mal in den Raum, weil ich immer höre, also wenn ich mir überlege, ich habe als Kind, ich wüsste nicht, welche Medikamente ich da eingenommen habe, zumindest nicht regelmäßig. No? Ich sollte die kriegen, insofern sage ich das. Also ich war einer der Ersten, wo man sagte, ja, der ist halt so. Ne? Der und, ist halt und jetzt hört man, wie weit verbreitet das schon ist. Und das, ich kann mir einfach nicht vorstellen, oder wir wissen, dass es nicht gut ist. Ja. Vielleicht sollte man auch mal, obwohl das mit Kindern manchmal schwer ist, die Ernährung umstellen. Ja? Natürlich, ja. Farbstoffe, keine Frage. Genau. Mhm. Und die Kinder essen meist nicht gerne Salat oder sowas. Aber was... Zucker. Zucker ist auch extrem. Zucker. Ich wollte es jetzt auch nicht als Ursachenbehebung sehen. Ich weiß schon, nein. So weiß, wo ich hin bin. Stell dir mal vor, dir fehlen, weil du eine Ernährung bekommst, die Kinder gerne mögen, aber eigentlich nicht so besonders förderlich ist, sodass deine Zellen eigentlich ewig schreien nach Hunger oder Nährstoff oder so. Ja? Also das heißt, da ist niemals die Meldung ins Gehirn, oh, ausgeglichen, befriedigt oder sowas. Ja, ich habe alles. Ist immer so eine Meldung da, ich brauche was. Und das ist vielleicht auch der Stress, der sich dadurch entwickelt. Ich habe, das sollte es gar nicht Thema werden heute, aber ich erzähle es mal. Meine Kinder haben alle schon während der Schwangerschaft über die Mutter sozusagen Spirulina mitbekommen. Meine Frau hat, weil sie Eisen wollte drin haben und so weiter, hat sie Spirulina genommen, Spirulina-Tabletten. Und wenn die Kinder auf der Welt waren und sie konnten schon ein bisschen Brei essen, dann habe ich immer Banane zerquetscht und habe dann Spirulina-Pulver mit untergemischt, grüner Brei, die sehen dann aus wie Frosch. Magnesium. Aber was ich interessant finde, ist, dass scheinbar dieses Spirulina die Fähigkeit hat, im Gehirn die Synapsen noch besser zu organisieren, noch besser wachsen zu lassen. Also es ist eine Förderung durch diese wundervollen Pflanzenstoffe, die da noch drin sind. Ganz feine, wertvolle Pflanzenstoffe, die man in fast nichts anderem findet. Aber in diesem Hawaii-Spirulina, okay, in dem Spirulina ist es drin. Und die Kinder sind auch sehr gesund, haben eine tolle Abwehr, sie sind sehr intelligent und so weiter. Ich habe das mal früher auf Messen gehabt. Das klingt ein bisschen verwegen vielleicht. Wenn ich dann meinen Stand da hatte und dann sind Eltern gekommen und die haben dann gesagt, ja, ich habe gehört, Spirulina macht die Kinder ein bisschen lernfähiger und haben dann eine Dose mitgenommen. Ja, du wirst lachen, aber die kamen nach einem Jahr wieder. Ja, ja, die kamen nach einem Jahr wieder und sagten, ja, er ist gut geworden in der Schule oder der eine sogar, er ist Klassenbester geworden und so weiter. Also das heißt, die Ernährung, die Nährstoffe machen etwas mit unserem Gehirn, mit dem ganzen Organismus, gar nicht mal in der Fülle, sondern einfach auch schon als Information. Und das ist vielleicht auch gerade für Kinder, die sehr hypernervös sind, vielleicht eine gute Grundlage, mal wirklich Spirulina. Und wenn es als Brei ist, mit der gequetschten Banane und mit Pulver vermischt, oder was ich heute noch gerne mache mit meiner kleinen Tochter, mit ihren 4,5 Jahren, ich nehme ein Schüttelglas und mache zur Hälfte naturtrüben Apfelsaft rein. Es muss ja irgendwie schmecken, ja. Also da nehme ich den Apfelsaft dann lieber in Kauf. Und mache die andere Hälfte Wasser und dann mache ich einen Teelöffel von dem Spirulina-Pulver rein, schüttel das leicht durch und das trinkt die. Sie liebt das, ja. Hat dann immer ihr süßes Schnäuzchen hier in grün. Ich trinke das dann auch mit. Vor allem, es gab da keine Annäherungsschwierigkeiten, weil wir haben das alle genommen. Das war dann für das Kind völlig natürlich. Und so kann man das den Kindern auch rübergeben in Form von Mischen mit Apfelsaft, Wasser, Pulver oder Quetschen.
Und später haben meine Kinder dann auch die Tabletten zerkaut. Die haben immer grüne Zähne gehabt. Naja, okay, war eine andere Geschichte. Oder was auch toll ist, unter uns gesagt, wenn ich so eine nachts Auto fahre, dann lutsche ich manchmal so eine Spirulina-Tablette. Mhm. Und es macht was. Das ist eine Magnesiumquelle. Ja, auf jeden Fall ganz rein stofflich auch alle. Genau. Also sagt, es ist kein Hokuspokus. Magnesium ist in der Mitte genau. Dieses wunderbaren Mandala-Moleküls, Chlorophyll. Genau. Das Magnesium, genau der Stoff, den wir brauchen, um uns zu entspannen. Das, genau. Wenige wissen, dass wenn ich viel Magnesium nehme, kann ich mich so runterdämpfen, dass ich ins Koma falle. Mhm. So wichtig ist es für uns zur Beruhigung. Mhm. Es hält uns auf dem Boden der Dinge. Mhm. Also es ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es eine tolle Quelle dafür. Mhm. Ja, also grundsätzlich, aber meine Kinder gehen auch mit dem Bonbon ins Bett. Aber nicht mit Melatonin. Es ist halt, das Wichtigste ist, dass sie keinen Zucker kriegen. Also wenn Kinder aktiv sind, ist Zucker immer ein großes Thema. Also mit welchen Bonbons dann die Kinder? Nee, ganz normale Bonbons. Ich habe nur ganz normale Erythrit-Bonbons. Okay. Hauptsache kein Zucker. Ja, genau. Darauf wollte ich jetzt gerade noch raus, weil wir es noch nicht thematisiert haben bei den Bonbons. Ja. Was ist denn da die Basis, beziehungsweise... Ja. Außer dem Tee? Ja, es basiert halt auf Erythrit. Das ist 90% Erythrit. Ein echtes Bonbon eben halt, aber halt ein Erythrit als Austausch für den Zucker da drin. Mhm. Weil ich wollte keinen Zucker haben. Ich habe die Bonbons ja für mich erfunden. Und wir haben genug Zucker in unserer Ernährung. Ja, und ich hatte mehr, als wir brauchen. Und mein Vater hat, glaube ich, mit 30 keine Zähne mehr gehabt. Und der hat sich gut ernährt und die Zähne geputzt. Das ist erblich bei uns. Und dachte ich, das darf nicht wahr sein. Ich verroste hier. Das ist schon 10 Jahre her. Und also, ich kriege da halt Löcher. Mhm. Und dann musst du, weil egal was du da erfindest, du brauchst einen Träger, der diese Löcher mit Hilfe reduziert. Ja. Und das haben wir da eingebaut, das Erythrit. Ja. Es gibt eine Frage, darf ich das gerade noch einbringen, die mir meine Kunden manchmal stellen. Und zwar, wie ist denn Astaxanthin oder auch Melatonin, wie ist es denn in diesen Bonbons vor Oxidation geschützt? Komplett. Also, dass es nicht oxidiert. Ja, das Erythrit ist bei uns komplett ein geschlossener Körper, dieses Bonbon. Das ist nicht nur ein löcheriges Bonbon, sondern es ist komplett eingeschlossen in den glasartigen Körper. Das heißt, da ist keine Ritze, wo Luft oder sonst was reinkommt. Mhm. Tatsächlich dazu ist es noch nicht mehr, es ist in wasserlöslicher Form eingebaut in dieses Molekül, in diesen Körper. Und das heißt, da kommt tatsächlich nichts dran. Also wenn Sie Astaxanthin mal so hinträufeln auf den Tisch, da kommen Sie nach 3 Tagen später hin, dann ist das grün an der Luft. Ja. Dann machen Sie es mit den Bonbons, das passiert nicht. Bei dir grün, bei mir wird es immer weiß. Ja, wir lernen genug warten. Also bei mir wird es schnell grün. Wahrscheinlich lebe ich zu dunkel. Ja, aber das ist der Punkt, dass es verliert halt die Farbe. Und diese Bonbons behalten tatsächlich bei Tageslicht und allem ihre Farbe. Trotzdem, wenn man sie hat, bitte nicht in die Sonne legen. Genau. Ne? Aber das Bonbon kann das haben. Das entsteht komplett. Und Erythrit ist halt ein Antioxidant. Das ist schon quasi das Antioxidationsmittel selbst. Genau. Wissen ja viele nicht. Erythrit ist nur süß. Wenn er sagt, es ist wie ein Glaskörper, das ist ein Kristall, der sich bildet. Dieser Kristall ist eigentlich so hart wie ein Glaskörper, dass da kein Sauerstoff und nichts reinkommt. Ja. Deshalb ist in den Bonbons sind diese Stoffe wirklich sehr gut geschützt und oxidieren nicht. Mhm. Was alle anderen Erythrit-Bonbons fallen halt auseinander und kristallisieren, weil Erythrit ist relativ lebendig. Das heißt, wenn wir irgendwo was, deswegen macht es niemand anders. Mhm. Erythrit, wenn sie es irgendwo hinpacken und sie machen da einen Bonbon mit, dann gehen sie 2 Wochen später hin und dann liegt auf einer Seite das weiße Erythrit und rechts die anderen Stoffe. Ja, also ich weiß schon, wenn ich sage Glas. Genau. Das ist bei uns anders. Wir haben es tatsächlich als Erste hingekriegt, Erythrit zu einem dauerhaften Bonbon hinzubekommen. Als Erste und Einzige nach wie vor. Immer noch, was ich mich zu kristallisieren. Das war die Kunst, zu kristallisieren. Und es war eine lange Entwicklungszeit. Das war mir hat niemand gesagt, dass die Dinger unmöglich sind. Ja. Ich habe einfach nicht locker gelassen, ich wollte die für mich haben. Boom. Toll, finde ich klasse. Wir sind schon wieder fortgeschritten in der Zeit leider. Aber ich möchte dennoch dich bitten, wo findet man denn mehr Informationen zu diesen Bonbons oder überhaupt zu dem, was du so entwickelst? Und wir haben so viel Information noch gar nicht gemacht, weil es noch so neu ist. Melatonin. Wir sind Melatonin. Bei Melatonin. Ja, ja. Also, wie gesagt, auf dieser Akademie-Seite, die wir gemacht haben, die da heißt dasbestevideo.de und im Isovita-Shop halt, isovita.de. Ja, da sind auch ein paar Informationen und die Produkte drin. Jawohl, okay. Wer sich generell für Vitamine und sowas interessiert und das Englische mächtig ist, naturetrust.org. Genau. Gibt es auch noch eine Seite, wo man noch ein bisschen eine Datenbank, wo eigentlich alle Studien zu Vitaminen abgelegt sind, auch zu bestimmten Befindlichkeiten. Das ist ein persönliches Non-Profit. Non-Profit, eine Non-Profit, die ich habe mitgeholfen zu gründen. Genau. Schreiben.
Heilern und solchen Menschen aus allen Ländern. Genau. Aber ich mache seit 30 Jahren nichts anderes und man kennt sich und sagt, das ist toll, eigentlich muss die Information raus, aber niemand kann nachgucken, wofür denn jetzt welches Vitamin zum Beispiel. Ja, ne? Genau. Ja. Also man spürt auf jeden Fall eure Leidenschaft für Gesundheit und für naturbewusstes oder naturnahes Versorgen unseres Körpers. Dafür bin ich sehr dankbar, weil es gibt nur wenige oder beziehungsweise die Masse ist ausgerichtet drauf, Profit zu machen und schert sich nicht unbedingt drum, dass alles, was drin ist, auch wirklich gut ist und keinen Schaden zufügt. Bin eher ein begeisterter Kräuteronkel. Ja, sehr gut. Ja, ist so. Den hat man ja auch in der Verwandtschaft. Das ist wichtig, dass man einen Kräuteronkel hat. Genau, richtig. Ja. Das ist eine Berufung. Keine Kräuterhexe, ein Kräuteronkel. Ja, genau. Okay. Ich wünsche euch für eure Forschungen noch ganz viel Inspiration und hoffe, dass es sich rumspricht und dass die Menschen aufmerksam werden für diese Möglichkeiten, die ihr schafft, für einen gesunden und für einen guten Schlaf in dem Fall und Körper insgesamt natürlich. Ihr habt ja noch viel mehr Dinge schon zusammen entwickelt. Vielen Dank und ich freue mich auf nächste Gespräche schon. Vielen Dank auch an dich, dass du uns so schön da durchgeführt hast. Okay? Aber sehr gerne. Das ist mir ein Geschenk. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und ich hoffe, Sie haben auch wieder ein bisschen was gelernt aus dieser halben Stunde, die wir sicherlich noch hätten unendlich verlängern können. Denn meine beiden Gäste, die haben ganz viel Fachexpertise noch auf Lager, wie ich im Vorgespräch schon festgestellt habe. Aber schauen Sie gerne in zukünftigen Gesprächen oder auch in vergangenen Interviews mit Ronald Iverson gerne nochmal rein. Da können Sie weiteres und Wertvolles lernen. Bitte bleiben Sie aber achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst und zur Welt in der Zwischenzeit, bis wir uns zum nächsten Mal wiedersehen, wenn Sie mögen. Bis dahin alles Gute für Sie. Auf Wiedersehen. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch hier auf Wikisana, alle Sendungen für Sie zusammengestellt, werbefrei. Und hier unten haben wir den Button zu YouTube, unserem Kanal. Bitte abonnieren Sie auch den. Und hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an interessanten Sendungen. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.